So, wir freuen uns von dir, dass wir hier ein schmuckes Video verstellen. Und das ist von Edmonton, Alberta, Kanada. Das sind unsere Freunde, die haben wir all 39 Jahre gekannt. Waldemar, Maria mit Jolota, 39 Jahre drei. Und 1984 kam ich von Paraguay nach Deutschland, meine erste Tour zu machen. Waldemar, wie 18 Jahre alt, der holt uns mit der Jugend in Frankfurt vom Flughafen auf und der da ganz aufgeschämt sein Jahr. Und wir hockten hängen in der Chor, drei Paraguayer, dann fuhr wir längst der deutsche Autobahn mit einem 18-jährigen Bengel mit und heute da ganz grüßig sein Jahr. So, von dann habe ich dich kennengelernt und ich habe niemals gedacht, dass wir so viele Jahre, 39 Jahre Luther, hier in Edmonton trafen. Sie haben in Deutschland gewohnt, sie haben drei Mialis, ich habe hier ein Bild auch sein, in drei Mialis, und die sind alle befrieden, die haben auch Kinder, sie sind auch Grötalere. Die Bad sind in Russland geboren. Und dort zwei ins Wort, ich unbedingt dieses Video feststellen möchte, dass ich eine seine, weil diese Menschen sind in Deutschland, in Russland abgewachsen. So, Maria, ich war dir schon Frau. Du hast länger in Russland gewohnt als Waldemann, nicht so? Ja. So, kannst du mir ein Bild vertellen, wo du da gewohnt hast und wo du sind abgewachsen? Ja, wir wohnen in Russland. Ich glaube, eine steht und dann sind wir angetragen, weil unsere Eltern wollen immer in Deutschland fahren. So, und das hat alles nicht, erst nicht so gewohnt. Und dann haben wir dort die Schule beendet. Aber das wir eine Mutter umgehen, nicht so? Auf jeden Fall. Ja, wir mussten, also unser Vater musste sehr viel arbeiten. Wo da wohnen? In Sibirien oder in Moskau? Wo wohnen wir? Nein, erst wohnen wir in Kirgisien, dort hier auch in Russland. Okay. Und dann sind wir nach Kaukasus angetragen. Okay. Und da lebt wir die erste Zeit sehr arm, weil wir wären 18 Jahre. Mama soll dann mit uns zehn Jahre tüß, wir zur Schule gehen, wir tüß wir. Papa muss dann arbeiten gehen, ja, und das wir sind ja nicht einfach, ja. Ja, ich möchte Ihnen doch bloß sagen, Brüder und Schwestern, diese Bad redet einfach nicht Plottisch, okay? Die dann nicht Jüdisch reden. Und sie sehen, sie würde für sich die Erbaste zu tun mit dem Plottisch. Bloß hat ihr weiter, sie reden nicht immer Plottisch. Sie denken hier sich, sie haben mehr, dort wird am Plottisch rüberbringen, alle Typ. Und die denken, sie reden, sie sind Plottisch reden, aus der in Russland geredet haben. So, was ich auch noch mache weiter, ihr habt da sehr arm gewohnt, weil wir das mit dem Glauben, weil wir das mit der Kirche da beginnen, aus hier abwachsen, Leute. Wir gehen immer zu einer Kirche, aber wir hatten Probleme in der Schule. In der Schule dachten sie uns immer Hansen. Ja, ein bisschen bespartere. Ja, sei ja bespartere. Eichmann, das ging nur der russische Schule. Sei wäre Christe. Wenn sie Christe wäre, wenn sie Jesus nur folgen dachten, dachten sie eher in der Schule. Maria, kannst du vielleicht mal applaudieren sagen, der Lehrer hat dir gesagt, wenn du auch kreiten denn, wenn du Geld in Nöte durch hast, weil Geld in der Schule würde denn, der würde trotzdem, würde die nicht mehr Geld in Nöte geben, wenn du an Jesus leibet. Ja, willst eine Dietsche sie und willst an Jesus leibet. Und der sieht auch zu mir, weißt du, du brauchst die Eltern nicht horchen, du brauchst nicht die Tür in der Kirche wohnen. Du kannst sie aufsehen und dann hast du nachher ein besseres Leben. Aber wie deide dort nicht? Wie bleibe standhaft? Was sie damals sagen, dass, wenn eine Schule, was sie nur der russische Schule ging, die sehen ja eine Schule, dass sie sollen ihre Eltern, tüs, nicht gehorchen. Sie brauchte wohl nur die Kirche gehen. Sie konnten da fortkommen und wenn sie nicht würde nur die Kirche gehen, und dann würde sie nur her ein besseres Leben haben. Stell dir mal vor, was diese unsere plottische Menschen da gemacht haben. Das sind Niefels. Das sind Niefels. Das sind plottische Menschen. Wie hier, wo wir in Mexiko gewohnt haben, Bolivien, in Paraguay, Belize, in Kanada, in den States, wie haben sie was aus dort woher lebt? Ja. So, kannst du mir vertellen, wie du dann sein Rücken gekommen und wie du dann in Deutschland entgegen? Ja, dann... Von Jahr? Wir sind in Deutschland 1987 in Deutschland gekommen, mit unseren Eltern, mit unseren Tänien. Ein Bruder wir all befriedet, der bleibt dann noch in Russland.
Aber das wird die beste Zeit, was wir heute dann in Deutschland, ja. Also. Wie ihr seid überrascht, was ihr in Deutschland sah, dem Vergleich, was ihr in Russland hattet und was in Deutschland. Oh ja, das war. Wie ein großer Unterschied? Ein sehr großer Unterschied. Sehr großer Unterschied. Der hieß ja wieder anders, die Tote. Ja, die Tote wäre anders, die Menschen wären anders. Vertell mir mal das Brot, ich hatte das nicht fertig gesagt, aber ich habe hier, dass Russland-Deutsche hat ein feines Brot gebacken, hat die Deutsche den Nova Brot gegeben. Hast du die Geschichte mal gehört? Nein. Dort hat er gehört von der Russland-Deutsche, der hat ein schmackes Brot gebacken, wird in Deutschland getrocknet, hat ein feines Brot gebacken, dann hat sie dem Nova, den Deutschen auch nach Wolken, zwei was gegeben. Dann hat die Deutsche den Nova bloß gesagt, du brauchst mir nicht Brot bringen, ich habe mein eigenes Brot, dann habe ich nicht Geld für mein eigenes Brot. Ja, ja. Wir als plattdeutsche Menschen, wie versieht ihr Geld für seine Tanz ja. Novas? Ja. Wie soll sie ertragen? Wie dann unser Novas was rechnen, wie man wie feine Brötchen gebacken hat, dann geben die auch sauer, nicht? Ja. Und das ist du vielleicht auch. Und ich glaube, das wird gelten, weil wir das wieder denn. So, Waldemar, nun bist du drauf. So, Waldemar, du bist ein bisschen Wurstummel, ich weiß, nicht? Ist sie. Bisschen Wurstig, ich weiß. Nun, ja. Weil Sven's was ein sehr Wurstig für dich, der ganz affisch im sehr Jahr mit dem Chor. Ich sehe mit diesen Brüdern, in die appetitische Autobahn mit dir vor. Und die fuhr 180 Kilometer die Stunde. Bloß? Ja. Oh, vielleicht Meier? Ja, vielleicht Meier. Mit 210? Ja, 210 Kilometer die Stunde fuhr wir auf der Autobahn. Er hat eine Hand am Stier, eine Hand hat er hier auf dem Bein. Und dann redet er mit mir und vertalt und ich habe ganz gut. Fuhr sie steht auf der Autobahn. Und mein Hort, ich sah ja, sie steht, ich dachte mir, auf den nächsten Tag sehe ich alle dort. Erzählt haben, dass ich über 200 Kilometer die Stunde jetzt, dann antworte ich die nicht mehr. So, kostet mir ein bisschen total. Warte mal, halt mal. Aus Wien und Deutschland haben wir an den Nähen in 7 Tagen dich. Aus Wien und wie in Frankfurter Flughafen wäre. Die Wort wird gefragt, ne? Ja, wir standen in der Tür und ans Pastor kam da ans, Jugendliche, und sagt, fort mal im Flughafen, da kommen 3 Paraguayer um. Holt mal auf. Und wir wussten nicht, wer das ist. Nie von denen gehört und noch. Sind wir da hingefahren und dann kommen so 3 Paraguayer rüber. Und dann kommen sie rüber in dem Flughafen und wir haben gerade Schnee getreten. Und wir wussten nicht, wo das ist. Ich habe noch nie so eine große Bengals so aufgeschrieben Spieler gesehen aus dem. Die wuschen sich mit dem Schnee und die schmieden mit dem Schnee. Einer, der den Schnee in den Packet nahm. In den Fortnite-Stab. Ja, das war sehr schön. Ja, er holt uns dann auf. Und ich war vielleicht nicht weiter, was ein Flughafen ist. Ein Flughafen meint ein Airport. Yep. Okay? So, they holt uns auf und wir haben noch niemals Schnee sein. Und die Stunde, die Maske wartet, wir noch niemals heute Schnee sein. So, dann fuhr wir da an und dann ein Konzert geben, ne? An demselben Abend, wie ihr wahnsinnig hört. Und du den Konzert geben, danach dann wir ein paar durch Maja in der Stadt und ihr schluppe, ich denke, 1 oder 2 schluppe bei uns Tüß. Ja. Ja, und von der Zeit sind wir gut verfremdet. Ja. Und dann, viele Jahre später, da die meine Freunde und ich fangen wir dann an, wieder die Konzerte zu haben, dann kommen wir dann in Deutschland, dich beginnt, dann haben wir diese Tour gebucht, wir haben das Kennchen ja nicht, und dann kommen wir Maria und Waldemar kommen sie noch ans Konzert und sagen, wo ist der hier? Wo haben die nicht noch ans kommen? Ich habe Waldemar noch nicht gesehen. Das ist die erste, die ich gesehen habe in Deutschland. Arme nach alle anderen Jugendlichen. So, als ich in das Programm kam, habe ich gesagt, warum kommen wir nicht noch ans? Und ich war noch viel mehr zu euch gebucht. Kannst du mir vertellen davon? Ja, das war in 1994 wieder. Da war wie ein Konzert in Nuberstadt. Und wir fuhren da an und dann sah ich ihm weiter, den Eduard, und dann sage ich, Eduard, komm da ans. Ja, wir wollen eine schöne Zeit haben. Ja, und von dort an kam Eduard noch jedes Mal ans. Und ich habe ein bisschen geholfen, ein paar Türchen zu buchen und ein paar Konzerte zu machen. Na, no, der hat gar vor. Halt mal, Brüder und Schwestern, wir haben Messkeit. 6 Monate im Ganzen, wie dieser Lied gewohnt, in Deutschland, wie Erhüls, der hatte eine Stufe ans, wie hatte unsere 2 Jungs mit, der hatte 3 Mialas, das passt gerade fern.
Det blir bara, det blir mest sensationella. Jag tänkte ens när du ritade mot befriet här, men det är inte, det är okej. Det är såna alla, är det inne vi vonen något så smak. Och bara jag var att niemals vierte begynte vone. Maria, du mögs amma smaket ete för uns. Du, du deitse an die Kleiderwäsche haben mit uns. Du post mit euch mit an die Kinder ab. Wie kann er nicht, wie kann er Gott nicht genug danken dafür, dass wir seine Brüder und Schwestern aus jüngst Hand, dass wir kann mit jüngst Hilfe all diese Arbeit dann für den Herrn. Und wie feilt er uns immer so, jeder die jüngste Arbeit für den Herrn und wieder die andere Arbeit für den Herrn. So, dass wir Hilfe können. Ich will hier ein bisschen mehr reden, wenn ich entfällt, dass er ja schon das Podium zu reden. Und ich glaube, dass auch Fan, ich will, dass jeder es sein kann. Dass diese Menschen haben all ihr Leben sehr viel für andere Menschen getan. Die haben andere Menschen geholfen. Die sind in die Mission gegangen. Die haben Geld gegeben für die Mission. Und ich glaube, dass es sehr fein dass wir gerne hier waren, von der Jünger besiegt. Sie wollen endlich nicht applaudisch hier ein Interview haben. Sie sehen applaudisch, wie nicht Geld genug. Aber du sind genug Geschichte, was du noch kostet. Hast du eins eine Geschichte, was du musst betalen, wie du aufgedreht hast, ich schau mal? Oh, das sind so viele, weil es macht mir erstmal überleihen, aber. Zeig mir nicht einmal nur die Zweig, wie wir ein bisschen Talotik kommen. Oh ja, das wieso. Die meisten Türen haben um 7 Uhr gleich auf den Abend Türen. Und ich vergaß, und dann kommen wir da an, und wir wären eine Stunde einmal vor dem Konzert in der Tür. Und das Mal hat der Tag von gleich 6, nicht von gleich 7. Und wir kommen eine Stunde vor ihr an, und die Stunden wacht alle ab an. Und die Türen wird voll. Und die Türen wird voll. Und dann, Eduard, wir so in Panik. Und dann haben wir, in 5 Minuten haben wir alles abgebüht. Ja. Und wir haben sehr schöne Konzerte, after that you had. So, Waldemar, was nun klingt bitte ab Hüdisch, was sei, weil wir mal sind mit dem Chor noch ein Konzert gefordert, wird das 2 wohnen. Ja, ich wollte ab Hüdisch sein, wenn es hier kann, bitte ab Hüdisch sein, außer ab Plottisch. Ja, das war an einem Sonntagmorgens um 9 Uhr. Wir kommen gerade vor der Kirche. Ich glaube, in der letzte Straße vor der Kirche ist auf einmal das Auto kaputt gegangen. So, und dann, wir haben es auch gerade so geschafft in die Kirche. Eduard ist dann rein in die Kirche, hat alles aufgebaut, hat ein Konzert gegeben. In der Zeit habe ich probiert, das Auto zu fixen. Aber es hat nicht geklappt. Ich hatte keine Ersatzteile. So, dann haben wir mussten aber abends schon 300 Kilometer weiter in einem anderen Konzert sein. So, und wo Eduard mit der Gottesdienst fertig war, hat Gott das so geführt, dass ich das Auto, ein Ersatzauto hatte und wir waren pünktlich zum nächsten Konzert da. Gott hat das für uns gesorgt. Und so war das auch sehr oft. Er hat uns immer bewahrt. Wir sind sehr oft gefahren. In Deutschland gibt es sehr viele Staus. Aber wir kamen immer pünktlich zum Konzert an. Ja? Und ich hatte eine sehr gute Zeit gehabt mit Eduard. Ich konnte sehr viel lernen. Ich hatte von den Gottesdiensten sehr viel gelernt. So, er sagt, Gott hat uns immer bewahrt. Er ist viel mit mir vor. Sehr viel. Meine Frühe mit den Kindern, da war ich bei einem Tisch. Und ich da dann mit Waldemar Typ vor. Wir haben am Ding das Schein vor. Und am Ding das Schein die ganze Programme buchen. So haben wir das dann getan, alle Jahre gereist in Deutschland. Und wir sind hier auch weiter, meine Frühe, ich sind 18 Mal in Deutschland gewesen. Sie sind hier noch 18 Jahre, sei hier. 16 Jahre, sei hier in Kanada. So, der letzte 16 Jahre habe ich dann nicht mehr können bei ihm wohnen. Aber wir haben ihre ganze Familie kennengelernt. Und das sind auch unsere Familie. Wie viel uns das war wirklich unsere Brüder und Schwestern sind. Nicht mal bloß dort. Auch Familie. Yep. Die behandeln uns als Familie. Wenn die Familie fast haben, die laden uns an, wenn wir nicht Konzert haben. So, die ganze Familie hat uns einmal so schmack behandelt. Und ich hatte auch ein Interview mit deinem Paar. Ich vertelle dir dann ab dem Interview, das Interview habe ich vielleicht auch gesehen. Dort ist Maria ihr Paar. Der El Ramon wurde sein Zeugnis von Russland, weil sie umgewachsen sind. Das ist sogar an den YouTube-Kanal, wo ich in Einzelner anschaue. Viele Menschen haben den Video gesehen. Dort ist Maria ihr Paar. So, der Hunter wurde erlebt in Russland, Brüder und Schwestern, sind haben auch hier noch niemals erlebt. In all unsere Länder hier. So was habe ich bei uns nicht erlebt, was je erlebt haben. Deine Eltern. Wie käme aus Russland rüt? Euer die Verfolgung käme. Die käme nicht rüt. Die haben das alle miterleben.
furchtbar sei ihr Leben. Im Namen Jesus haben sie dir gequält viele von den Menschen. Und jetzt fängt, wenn wir hier nun so viele Jahre zurückkommen, nachher in hier darüber reden und hier noch einmal ein Interview mit Jünter haben. Wir wünschen Jünt hier in Edmonton, hier in Kanada, aus Familie und Gottes Segen. Noch einmal, vielmal Dank dafür, dass ihr uns geholfen habt, dass wir diese Arbeit für den Herrn lernen können. Wenn ihr das nicht getan habt, wenn ihr uns heute bei Jünt Tüß gehört, in dem Programm halbe Bucke, dann halt wir nicht konnten für die anderen Menschen sehen sein. Gott sei Dank. Ja. Und würde ich noch einmal was sagen, weil vielleicht ein Satz oder zwei Sätze? Ja, wir wünschen allen Gottes Segen und alle Pastoren. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch für Jünt, dass ihr unser Video in der Hand angekriegt. Dort uns immer gefallen, dort immer jüne Freund auch mitteilen. So, wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag mit Jesus.